Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinadventskalender.de. Ich freue mich, euch in diesem Video den neuen Paarzeit-Adventskalender vorzustellen. Das ist mittlerweile schon die dritte Edition und es warten wieder neue Sprüche und Inhalte auf euch. Er kostet 26 Euro inklusive Versand und auch dieses Jahr wird pro verkauften Kalender ein Baum gepflanzt. Diesmal sind die Inhalte eher verspielter als die letzten Jahre. Wer lieber gemeinsam mit dem Partner der Partnerin reflektieren und mehr in die Tiefe gehen möchte, der kann auch die Kalender der letzten beiden Jahre für jeweils 24 Euro kaufen. Die Inhalte könnt ihr euch in den anderen Paarzeit-Videos auf unserer Seite anschauen und die drei Links zu den Kalendern findet ihr in der Infobox. Ihr seht schon, das Design hat sich nicht verändert, was ich persönlich super finde. Die Boxen werden nach wie vor klimaneutral hergestellt und sind ja wirklich schlicht und schön. Das hier lag mit dabei. Da könnt ihr eure Rezeptideen einmal für diesen Advent notieren. Einfach nur, um euch ein bisschen auf die Adventszeit einzustimmen. Und dann lag noch dieser Flyer hier mit dabei, auf dem stellt sich das Paarzeit-Team vor. Und ja, die beschreiben auch so ihre Ziele, ihre Mission. Ich finde das wirklich toll, weil der Kalender nicht nur paartherapeutisch, sondern auch klimatechnisch wirklich durchdacht ist und auch mit viel Liebe gestaltet. Es gibt übrigens mittlerweile auch Paarminuten oder Sofa-Safari. Das ist quasi Paarzeit für den Alltag, könnt ihr ja mal auschecken. Drinnen warten diesmal zwei Blöcke, zwei Stifte und dann noch dieses schön gestaltete Schächtelchen. Da ist einmal die Kordel drin und die 24 Wäscheklammern zur Befestigung. Darunter gibt es noch eine kleine Überraschung, aber die wird noch nicht verraten. Ich stelle euch dafür wieder vier Karten aus dem Kalender vor und zeige, was euch insgesamt so erwartet. Die Worte hier in der Einleitungskarte sind auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Ich lese mal vor. Liebes Paar, da ist sie endlich wieder, die gemütliche Zeit im Jahr, die nach Zimtsternen und Punsch riecht und in der Lichter in Fenstern und Kinderaugen funkeln. Und es ist auch die Zeit, in der unser Paarzeit-Adventskalender viele Wohnzimmer schmücken und Paare bei schönen Zeiten zu zweit begleiten darf. Ihr seid eines davon, herzlich willkommen auf eurer Paarreise durch den Advent. Innen stehen dann hier noch ein paar Tipps und Hinweise, die sollte man sich unbedingt durchlesen, weil auf den einzelnen Kärtchen findet ihr immer so Symbole wie den Schlüssel, der anzeigt, welche Karte ihr zuvor erlebt haben solltet, oder auch diesen Koffer. Er symbolisiert eine Aktivität zu zweit, für die ihr euch nah sein solltet. Man kann den Kalender zwar auch in einer Fernbeziehung super verwenden, allerdings sollte man bei dieser eher aktiveren Edition sich auch körperlich nahe kommen. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, macht sie einfach, wenn ihr euch das nächste Mal seht. Ihr sollt wirklich entspannt sein und die Paarzeit nicht als Pflicht sehen, sondern eher als Gewinn. Achtsamkeit und Quality Time stehen dabei unbedingt im Vordergrund. Diesmal fange ich gleich mit dem ersten Türchen an. Aus kleinem Anfang entspringen alle Dinge. So ist es. Liebes Paar, von allen Dingen, die wir im Leben zum ersten Mal tun, bleiben uns manche ganz besonders intensiv in Erinnerung. Sie sind Meilensteine unserer Biografie. Die erste eigene Wohnung, der erste Urlaub ohne Eltern, die erste selbstgebackene Torte. Diese ersten Male erleben wir natürlich auch in unseren Paarbeziehungen. Schaut mal, wie witzig diese Illo ist. Wieder total süß mit den geschlechterneutralen Figuren. Ich mag das ja total. Ich lese mal weiter hier. Reist jetzt gemeinsam gedanklich in die Vergangenheit und unterhaltet euch über eure ersten Male. Aber keine Sorge, es geht nicht darum, wer von euch sich besonders schnell und detailliert erinnern kann, sondern nur um den Versuch, gemeinsam einige besondere Momente auszugraben. Erinnert euch an eure erste gemeinsame Übernachtung, wann der Funke zwischen euch übergesprungen ist, an eure erste gemeinsame Anschaffung, an euren ersten gemeinsamen Ausflug oder Urlaub. Das könnt ihr dann gemeinsam vervollständigen und in Erinnerungen schwelgen. Im Anschluss hier geht es darum, gemeinsam in die Zukunft zu schauen und sich zu überlegen, welche Premieren man noch miteinander erleben möchte und nicht nur die großen, sondern vielleicht auch einen kleinen Ausflug in der näheren Umgebung. Euren Plänen sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt. Finde ich einen sehr, sehr schönen Einstieg.
Als nächstes zeige ich euch die 13. Karte, wir fühlen mehr als wir denken. Das Wertebefinden. In dieser Karte haben unsere kleinen Wesen einen emotionalen Gastauftritt. Sie zeigen euch nämlich eine ganze Bandbreite an Gefühlen. Ich zeige euch das hier mal näher. Schaut sie euch genau an und überlegt jeweils einzeln, welches der kleinen Kerlchen repräsentiert am ehesten dein Befinden jetzt in diesem Moment. Zweitens, welches der Wesen ist dir heute insgesamt am ähnlichsten und warum? Drittens, wie viele der dargestellten Emotionen waren heute für dich im großen Topf der Gefühle dabei? Welche waren es? Tauscht euch nun über diese drei Fragen aus und bringt euch so gegenseitig ausführlich auf den aktuellen Stand darüber, wie es euch geht. Ich finde es eine ganz wichtige Übung, nicht nur als Paar. Wir sollten uns viel öfter fragen, wie es uns wirklich geht. Meistens funktionieren wir nur und sagen dann im Alltag, dass es uns gut geht. Und es ist einfach ganz wichtig, die Gefühle achtsam zu betrachten, um auch wirklich ja, das zu verarbeiten, was man so erlebt. Wer will, kann sich dann auch noch näher mit dem Thema auseinandersetzen. Dazu gibt es hier nochmal weitere Impulse, die euch dabei helfen, euch euren Gefühlen näher zu kommen. Hier steht es auch nochmal, es lohnt sich, solche Übungen öfters zu wiederholen. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Dann schauen wir uns noch ein weiteres Türchen an, und zwar das 18. Anfassen ist simpel, berühren ist Kunst. Hier seht ihr zum Beispiel das Symbol mit dem Stift und auch mit dem Koffer. Das heißt, dass ihr hier Block und oder Stift braucht und euch nah sein solltet. Liebes Paar, wie lange kennt ihr euch mittlerweile? Wisst ihr schon in- und auswendig, mit welchen Zärtlichkeiten ihr euch gegenseitig eine Freude machen könnt? Nutzt heute euer Wissen übereinander und eure Intuition, um eure Vermutungen zu überprüfen. Dafür liegt eine Spielkarte in der Adventskalenderbox. Öffnet die Karte und trennt sie in der Mitte auseinander, sodass ihr beide einen Spielzettel habt. Das Spielfeld erinnert an Schiffe versenken. Daraus wird heute Herzpfeil schießen. Hier seht ihr das süß illustriert wieder und ich erkläre euch, wie das hier mit der Spielkarte funktioniert. So sieht die aus. Hier kann man die durchtrennen in der Mitte. Jeder kriegt da wie gesagt seine eigene. Hier kann man noch so eine Berührungsform ergänzen, die einem fehlt. Und ja, dann geht es auch schon los. Jeder soll erstmal geheim 5 Kombinationen auswählen, die ihr oder ihm besonders gut gefallen. Wie zum Beispiel Nacken massieren oder Kopf kraulen, und dann soll man jeweils in das Kästchen von der Kombination ein Herz reinmachen. Der Partner soll natürlich am besten nicht sehen, damit das Spiel auch Sinn macht. Im Anschluss ratet ihr dann abwechselnd eure Vorlieben und malt dort unten ein Herz rein, wenn ihr bei einer Kombination vom anderen richtig liegt. Wenn ihr nicht richtig liegt, dann macht ihr einen Strich rein. Gewonnen hat, wer zuerst alle 5 Herzen der des anderen getroffen hat. Wow, also ich finde das eine super coole Idee. Ich dachte erst so, boah, echt jetzt, finde ich das gut, aber ich muss sagen, ich finde das mega lustig und ich freue mich auch schon drauf, das zu spielen. Und zum Schluss zeige ich euch noch eine Karte, die 23. Das Leben ist zu wichtig, um es ernst zu nehmen. Auch hier seht ihr den Koffer, das heißt, es ist wieder eine gemeinsame Übung. Und zwar geht es hier um das gemeinsame Lachen. Laut Forschern ist es ein besonders guter Indikator für die romantische Anziehung zweier Menschen. Und außerdem ist es natürlich gesund. Lachturnier heißt es hier. Und zwar geht es darum, sich gegenüber hinzusetzen und einen echten Klassiker zu spielen, nämlich nicht zu lachen. Ich weiß nicht, ob ihr gut darin seid, mich zerreißt jedes Mal. Also sobald ich dran denke, nicht zu lachen, fällt es mir auf jeden Fall sehr, sehr schwer. Ich finde die Idee sehr stark, weil es einfach ein sehr simples Spiel ist, aber auch mit einer sehr positiven Wirkung. Je nachdem, wer verloren hat, darf sich hier in der nächsten Runde ein Accessoire zur Hilfe suchen, um es dem jeweils anderen schwerer zu machen. Hört einfach irgendwann auf, wenn ihr keinen Spaß mehr habt, aber macht unbedingt vorher noch ein Foto, weil so glückliche, entspannte Momente, in denen man wirklich herzhaft lacht, die kommen viel zu kurz und ich finde es gut, das einfach mal festzuhalten. Die Übung kann man beliebig oft wiederholen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel, viel Spaß dabei. Ja, das war's schon wieder von dem Paarzeit-Adventskalender 2021. Ich hoffe, der Einblick hat euch genauso neugierig auf den Rest gemacht wie mich. Ich werde ihn auf jeden Fall zu Hause testen und ich freue mich schon auf die Stunden zu zweit. Wer anderen Paaren oder ja auch der eigenen Beziehung wirklich was Gutes tun will, der ist damit gut beraten.
Man muss darin nicht alles toll finden oder alles mitmachen. Wichtig ist einfach, die gemeinsame Zeit zu genießen und sich ja neben all dem Alltagsstress so eine Auszeit zu gönnen. Wir wünschen euch viel Freude dabei und jetzt schon eine ruhige Adventszeit. Bis zum nächsten Video von meinadventskalender.de.